Ja, weil theoretisch hier produzieren wir halt Deuterium für unsere Siebanlage, aber das ist halt viel zu wenig. Und wenn man halt über das Nobelgas. Aber andererseits, das ist auch echt nicht viel, was wir da an Nobelgas rausbekommen. Könnte man tendenziell. Ich glaube, ich werde das einfach mal temporär kurz ein bisschen aufbauen. Aber andererseits, wir brauchen von den Coolern. Ein. Soll ich für dich auch ein Pitfight Engine bauen für die Quest? Kannst du gerne machen. Ja, das sollte so. Ich glaube, das sollte auch so locker reichen. Ja, nee, dann haben wir Stillstand eventuell. So, gut. Haben wir noch mehr Oxygen, was wir importieren können. Ja. Also das Problem ist halt wirklich, Helium braucht Ewigkeiten. Das ist das Problem gerade. Warum läuft das Liquid Air nicht mehr? Achso, ja, gut. Ich habe den Strom abgekappt. Stimmt, ich sollte denen theoretisch den Strom noch lassen. Weil sonst kriegen wir ja eh kein Helium ran. Ja, ja, wie machen wir das jetzt? Also auf jeden Fall Vakuumfreezer. Wollte ich einfach den kurz umbauen. Und einen Exportbus dann einfach in eine Drum rein. Stainless Steel. Ein Fluid Exportbus. Einmal Helium. So. Wie lange dauert das Umwandeln? 20 Sekunden, ja. So, ich brauche kurz noch Kabel. Export, das Ding. Was musst du bei deiner Electric Range nur den Kopf immer austauschen? Nö, gar nichts. Muss ich da austauschen. Die ist dauerhaft. Hatten wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, dass ich da falsch lag. So. Dann. Ein Bucket und Energy Input HV. Das würde ich gern behalten, weil das Ding hier drüben soll definitiv nicht dauerhaft so laufen. Das frisst mir ein bisschen zu viel Strom. Helium, zack. Also die Haltbarkeit sagt da einfach nur die Stromladung. Ganz genau. So. 1,3, 1,4. Gut, dann kann ich schon mal anfangen, die Empty Cooler zu bauen. Na, hör auf zu laggen. Danke. So, weil wir brauchen nämlich. So, das brauchen wir. Und das Ganze muss in eine Fluid Canning Machine rein. Da. Zack.
Dann kriegen wir nämlich schon mal 4 Stück und wir können theoretisch schon mal den neuen Reaktor anfangen aufzubauen. Ja, da ist jetzt immer noch die Frage, schalten wir den stückweise zu oder nicht? So. Fusionsreaktor Controller und die Casings brauchen wir noch. Ich habe keine Ahnung, ob die reichen. Ich mache einfach mal ein paar mehr. Na? Achso, das war's schon. So. Weil ich wollte im Endeffekt den zweiten Reaktor so bauen, dass er im Prinzip nur anspringt, wenn der andere leer ist. Also sozusagen, wenn wir den Strom wirklich brauchen. Weil ich möchte halt ungern die ganze Zeit Uran unnötig verbrauchen. Fusionsreaktor Mark 1. Ja. Also tatsächlich geht es noch. Die HPC-Dinger habe ich, glaube ich, schon. Ich glaube, mit das teuerste sind die ZPM-Teile. Aber ja. Gut. Also, wir wollten ja mal gucken, ob man theoretisch den Reaktor schon mit MV machen kann. Also, Tough Alloy Plates sollte kein Problem sein. Nein. Okay, man braucht tatsächlich Titanium. Also ohne Titanium braucht man damit leider nicht anfangen. Da habe ich eventuell eine Falschmeldung gegeben. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, dass du nicht vollständig bist. Musst du mir nicht sagen. So. Dürfte ich mir auch noch einen Elektrikbench bauen? Bin ja auch hin und wieder an die Maschinen, wenn ich einen Auftrag von dir bekomme oder soll ich lieber was? Nö, kannst du gern einbauen. So. Habe ich das draufgebaut? Ja, gut. Heißt, zack, zack, zack. Mich einmal einsperren. So. Ach shit, wahrscheinlich. Ja, gut, ich werd's bereuen. Ich werd's richtig bereuen. Fug, Fug, Fug. Gold. Redstone, Eisen. Helium, so. Puh, das war knapp. So, was hast du gefragt? So, nur noch eine Feder bauen und dann ist die Pete Engine fertig. Wunderbar, vielen Dank. So, zack. Gut. Ja, genau. Also, im Endeffekt, ihr müsst für den Controller leider EV, also Titanium schon haben. Aber wenn ihr Titanium habt, müsstet ihr dann... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die billigsten Prozessoren hier sind. Ich glaube, fast die Mainframes sind die billigsten. Aber ja, also in MV geht's leider noch nicht. So, dann... Die Cooler... So. Ach ja, manchmal wünscht man sich den Ort, wo alle Maschinen für manuelle Benutzung noch stehen würden. Du kannst einfach die ganz normalen Maschinen benutzen. So.
Also, hier sieht man jetzt auch das Setup, was wir haben. Okay, wir haben keine Reaktorzellen mehr. Brennsch. So. Also. An sich haben wir Gold. Oh, ich dachte gerade, der läuft noch. So, Gold. Jeweils hier. Wasser. Eisen jeweils an den Seiten. Reaktorzell in der Mitte. Redstone. Und Helium. So, das ist im Prinzip unser Setup. Und damit erreichst du halt, dass du keine Energie plus hast. Und du kannst es in der Theorie so weit hochtreiben, wie du möchtest. Also es gibt nach oben hin kein Limit in der Theorie. So, ui, Pete Engine. So, zack. Das Einzige ist halt nur, man braucht Helium und sowas. Also, das weiß ich halt nicht, wie man da am Anfang gut rankommt. Das kann ich leider so ad hoc nicht sagen. Aber man muss dazu auch sagen, dass, ja, es ist schon bald ein Jahr her, glaube ich, wo wir das aufgebaut haben. Zu meiner Verteidigung. So. Dann ist jetzt immer noch die Frage, wie stelle ich das Ding ein? Okay, also erstmal hier stinknormal ein Exportbus, die Karte und Crafting Card. Stimmt, Importbus brauche ich auch noch. Okay, Importbus hin, dann brauche ich doch noch ein paar Kabel. So, hier bitte das einmal. Und bitte einmal so. Ja, mir fehlen jetzt halt die Helium-Cooler. Das ist das Problem. Verkabel ich erstmal alles andere. So. Ja, dann brauche ich im Endeffekt jetzt einen Tunnel. Oder zwei, eher gesagt. Ich bräuchte eine. Ach komm, bauen wir hier weiter mit den Piles. Eine Advanced Pile von oben hoch. Wunderbar. Von hier den Output. Und dann kommt jetzt nämlich, ja, ich baue ihn auf die Seite, da einer hin. So, hier ist Input, hier ist Output. So. Brauche ich noch irgendwas? Ja. Komparator da. Oh, shit. Kathode. Kathode. Machen wir mal bitte 100 Stück. Plate. Machen wir mal bitte auch 100 Stück. Und machen wir mal 100 von denen. So, hab mir mal ein Level Wrench gemacht, da keine Batterien sonst da waren. Okay. Batterien kann man aber, glaube ich, herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Ach so, LV. Ja. Okay. Hätte sie aber auch eine höhere nehmen können. So. Dann würde ich jetzt nämlich gerne wissen, wenn ich so eine nette Pile habe. Mit den Komparator.
Redstone. Nein, da nicht. Da. Okay. Nein, du nicht. So. Hä? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Was ist das denn? Für ein Quatsch. Eine Advanced Voltaic Pile speichert weniger als eine Good. Okay. So, hier ist jetzt theoretisch bis dahin. So, wenn ich jetzt einfach mal... nehme ich hier so eine Cell. So. Wird es immer weniger. Oh, der verbindet sich sogar komplett. Das ist nett. Das heißt, ich kann theoretisch anhand dessen den Schalter hier anmachen. Nein, das darf ich nicht machen. Frage ist nur, wie ich das mache. Ach, ganz ehrlich. Shit happens. Ach, Mist. HV. Eine Pile. Ich hätte gar nicht alles wegschmeißen dürfen. Die Dinger brauche ich ja alle noch. Und die Reaktor-Cell. So, baue ich den einfach erstmal genauso hoch. Überredet, mache ich mir eine HV-Wrench. Kannst du dir, wie gesagt, gerne bauen. Du sollst ja auch nicht nur ausgenutzt werden, du sollst ja auch beim Haupt-ME-Terminal. Ja, kannst auch meinetwegen wegschmeißen. So. Dann brauche ich jetzt das Helium. Auf gut Glück, dass noch ein bisschen was wieder durch ist. 12. Reicht nochmal für 12 weitere. Ich glaube, dann kann ich den Reaktor sogar abschließen. Zack. Leute, man muss die reinschiften. Kann ich dir so ehrlich gesagt gar nicht sagen. Hab ich nie drauf geachtet. So. Helium, 7 Stück. 8 Stück. Sollten reichen. So. Dann einmal Deckel drauf. Und wir sollten definitiv... ich hab schon wieder das Ding weggeschmissen. HV. So. Wir sollten, sobald ich jetzt das Ding anschließe, ob es dann mit einem normalen Crafting Terminal jetzt laden kann. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Weiß ein bisschen. Kann ich dir so nicht sagen. Shit.